Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Ich habe das Xiaomi Mi 10 Pro. Und um das zu schützen, braucht man Cases. 6 Stück an der Zahl habe ich mir bei Amazon bestellt. Unter 10 Euro kosten die jeweils. Und was die drauf haben, das verrate ich euch nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ihr seht, das Xiaomi Mi 10 Pro liegt hier vor mir und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cases sind es, denn das Xiaomi Mi 10 muss sehr gut geschützt werden. Vielen Dank an Trading Shenzhen, die haben mir das nämlich zur Verfügung gestellt. Und beginnen wir mal mit diesem Wrinkle Case. Dieses Camouflage hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, das ist definitiv so ein Hingucker. Natürlich hier ganz große Aussparung für die Kamera. Hier an der Seite, hoffentlich kann man es gut erkennen. Die Tasten sind soweit geschützt, fühlt sich auch sehr hart an. Ja. Hier das ist Plastik, Hartplastik. Aussparung hier unten zum Aufladen und für den Sound. Auf der anderen Seite ist es mehr oder weniger geschlossen. Hier erkennt man nochmal, da ist noch so eine kleine Lücke. Und oben dann auch nochmal soweit alles geöffnet. Es fühlt sich schon sehr wertig an, das muss ich sagen. Auf der Rückseite erkennt es aber hier, dazwischen ist auch keine Abtrennung. Vielleicht noch relativ interessant, was die Edge-Kanten angeht. Wenn das Ganze nämlich hier reinklickt, dann kommt das zum Tragen, was ich nicht so mag, sind halb eingeknickt. Das bedeutet, man kommt gar nicht so wirklich über den Rand drüber. Natürlich bietet es den Schutz, den ihr haben möchtet, aber unterm Strich ist das so ein bisschen, ja, in der Bedienung, im Handling gar nicht mehr so vorteilhaft. Aber, wie gesagt, Optik ist ganz gut. Schauen wir uns mal das nächste Case an. Das nächste ist auch so ein Hingucker, vielleicht weil es auch schön knallig ist. Dieses orangene Case, beziehungsweise gelb hier, die Farbenblinden, beziehungsweise wer den Podcast hört, der weiß, dass ich nicht immer ganz so farbenaffin bin. Also das ist jetzt wirklich so ein super weiches Case. Ne? Also ich glaube, das ist auch nur so zum schönen Aussehen. Nochmal, was haben wir so an Ausspattungen da? Hier unten links für den Sound, natürlich USB Type-C. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Und auch auf der rechten Seite haben wir die leise Lauterwippe, den Power-Button. Ich hoffe, man erkennt es soweit. So gummiert. Und oben dann auch nochmal für den Sound das Ganze, beziehungsweise für das Mikrofon. Eingelegt auch hier, ja, logischerweise ganz einfach. Ich finde diesen Kontrast mit dem Schwarz und dem Gelb wirklich ganz schön. Die BVB-Fans unter euch würden sich da natürlich freuen. Aber auch hier haben wir kein Cover nochmal, was dazwischen schützt. Das heißt, das Ganze ist nicht durchgehend. Auch hier, das Ganze geht so ganz knapp. Also ich würde sagen, das Ganze ist nur zum schönen Aussehen. Also einen wirklichen Schutz bietet das Ganze nicht. Natürlich, klar, ne, für Dreck dann. Oder es kann natürlich auch hier das Glas nicht an der Seite zerkratzen. Aber so einen wirklichen Vorteil hat man durch dieses Case nicht. Deshalb, ja, würde ich nicht unbedingt dazu raten. Dieses Case habe ich mir ausgesucht, denn ich glaube, man erkennt es schon, das Smartphone aufstellen. Ja, finde ich auch immer sehr interessant, wenn man sein Smartphone mit unterwegs hat, dass man vielleicht sich auch nochmal ein YouTube-Video, zum Beispiel hier vom Smartphone-Blogger-Kanal, anschauen kann. Aber das schauen wir uns jetzt gleich mal im Detail nochmal an. Hier, was haben wir außen drumherum? Auf der rechten Seite auch wieder on-off, leiser, lauter. Oben das Ganze auch so leicht abgedeckt. Auf der linken Seite haben wir nichts. Und unten auch wieder für den Sound und für den USB Type-C-Anschluss. Auch hier wieder, die Edge-Kante ist natürlich abgedeckt. Rückseite, ja, darüber kann man auch wieder streiten. Hier finde ich ganz gut, dass die Rückseite vom Smartphone geht so ein bisschen fast Ton in Ton mit der vom Case über. Dann finde ich das gar nicht so verkehrt. Jetzt schauen wir uns mal an, inwieweit das auch wirklich hält. Und hier, es hält. Das sieht wirklich gut aus, ist vielleicht Stand jetzt schon mein kleiner Favorit, denn das Case ist auch wirklich hart. Also das geht schon fast in die Richtung von dem Camouflage Case am Anfang, aber es ist nochmal ein Tick robuster, weil es hier halt wirklich durchgehend ist. Es ist nicht nochmal abgesetzt, gefällt mir am besten. Übrigens, die Links zu den Covern findet ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr einfach reinschauen, das Ganze ist verlinkt. So, das ist jetzt so ein ganz einfaches schwarzes Case. Ich glaube, den einzigen Vorteil, den erkennt ihr jetzt hier schon direkt. Ich hoffe, dass es mit der Kamera auch passt. Rechte Seite, alles soweit freigelegt, unten auch soweit. Oben auch. Und ich glaube, der nächste Vorteil, den kann man hier auch erkennen, denn diese Edge-Kanten, die dürften freiliegen. Genau, die Edge-Kanten sind hier frei. Und das ist in der Bedienung natürlich echt super. Bietet vielleicht nicht den Schutz, den man sich direkt wünscht, aber von unten auch. Alles ganz praktisch. Hier an der Seite liegt es auch frei. Und auf der Rückseite, ja, das passt nicht ganz. Also scheint da die Artikelbezeichnung falsch zu sein, denn ihr seht hier, das dürfte spätestens im Dunkeln bei Nachtaufnahmen beziehungsweise bei Aufnahmen, bei denen ihr einen Blitz braucht, scheitern. Schade, denn insgesamt hat mir das hier gerade speziell mit den Edge-Kanten ganz gut gefallen. Und hier, das hat mir beim Bestellen schon ganz gut gefallen. Es ist ein Case in Kork-Optik. Und es ist wirklich Kork. Also das ist jetzt nicht nur die Optik davon, sondern das ist wirklich Kork. Und das finde ich echt, das fühlt sich schon ganz gut an. Rechts auch wieder frei, unten frei.
oben frei. Also ein wirklich sehr einfaches Case. Hier hört ihr Hartplastik. Ne? Oh, ich glaube, das scheitert auch gerade schon. Oder ich bin zu dumm dafür. Es ist zu groß. Und hier kommt jetzt auch wieder was zu tragen, was ich an Amazon definitiv nicht mag. Es ist die falsche Beschriftung bzw. Beschreibung. Schade. Die Rückseite hat mir gefallen. Ich werde definitiv nochmal nachschauen. Vielleicht gibt es das Ganze auch wirklich im Originalzustand für das Xiaomi Mi 10 Pro. Aber hier war es leider nicht der Fall. Vielleicht was für die Mädels. Mir selbst sagt es aber ehrlich gesagt auch zu. Und auch hier versuche ich es da reinzubekommen und es geht schon wieder nicht. Besser widerlich als wieder nicht. Das ist unglaublich. Und so schnell kann man sich wirklich bei Amazon täuschen. Auch mit der Rückseite natürlich sehr simpel, weil es nur aufgedruckt ist auf dieses Cover. Aber heißt, von 6 Cases, die ich bestellt habe, haben 2 noch nicht mal wirklich für das Home gepasst. Das ist sehr enttäuschend. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Denkt an den Podcast, denkt dran, das Ganze zu abonnieren. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.